Immerhin, ne? Also. Rio ist so ein knackiger Kerl, ne? wer weiß. Vielleicht würde das ja irgendwann aufgeklärt werden. Wenn es irgendwann aufgeklärt wird. Ja, und das sollte man auch so stehen lassen. Kann man sich auch ein T-Shirt drucken. Ich krieg dafür 20 Cent. Ist gar kein Ding. Ja, hier ist gar nicht so viel los, ne? Ist wie üblich. Ich renne die ganze Mittagspause jetzt einfach nur durch die Gegend und verschwende Zeit des Videos und Zeit meiner selbst. Das ist ärgerlich. Es könnte ja wenigstens was passieren, Mensch. Oder es könnte ja irgendwer was Interessantes sagen, aber leider kommt da einfach ja nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ach, wir haben ja eh genug Zeit. Oh. ah ne, ach so, sie kommen. Ich wollte eigentlich jetzt noch mit den anderen reden, aber ja. Hey, well, looks like you've got the hang of things. Yeah, guess so. Hey Rio, how long are you planning to continue working here? I haven't decided yet, but not too long. I see. How about yourself? How long you plan on working here? I'm thinking I'll stay for the immediate future. Everyone's so nice and all. Yes, they are. Oh ja, vor allen Dingen die Mad Angels, die sind super nett. Also mit denen kommt man echt saugut klar. Kann man gar nichts sagen. Richtig nette, freundliche, sympathische Leute. Ja, wo könnte ich noch hin? Gehen wir mal beim Tom vorbei. Vielleicht macht der irgendwie ein Fass auf. Tag, Tom. Tom. Hi, Rio. Hi, Rio. I want to ask you about the Mad Angels. Do you know anything about some deal they're making? No, man. The Mad Angels are very dangerous. I need to find out about them, no matter what. Does it have something to do with your father? Sure. Der Vater? Vater? If you know anything about that deal they're making, tell me. Sorry, I have no idea. I see. Okay. Ich hab nicht abgedrückt. Er ist einfach ins Wort gefallen. Ach, ich will ein T-Shirt von Tom. Oder ein sprechendes T-Shirt von Tom. Hi, yo! Excuse me. Eh? What is it, Youngin? Onion? Ich bin keine Zwiebel, du Arsch. About the Mad Angels? I heard a rumor that you're still looking for them. Yes, I am. I heard that they are planning some deal. Do you know about it? The deal? I did hear something about some large-scale deal happening soon. Mehr Infos. Have you heard anything else? Well, I don't know none of the details. All right. Ich bin mir nicht sicher, ihr wisst das wahrscheinlich, wenn ihr die Videos so nacheinander schaut, das Gespräch hat man glaube ich auch schon, oder? Ich meine, also bei mir ist das jetzt schon 3 Wochen her, seit ich das Spiel anhatte. Von daher ist das, sind die Erinnerungen noch so ein bisschen dunkel, aber ich glaube, das Gespräch hat man vor 3 Wochen schon. Also quasi. Goro. What's groovin', bro? What's groovin', bro? What's up? On patrol, brother. Patrol. Seeing if those nasty das. Bad... You seem... I'm... Hang it. Sure. Das Gespräch hatten wir, daran kann ich mich noch erinnern. Ja, das heißt, also alle Ansprechpartner, die wir hier so am Hafen haben, die sagen mal wieder ja nicht. Das ist wunderbar. Wir haben auch keine weiteren großen, tollen Infos hier. Das hatten wir schon erledigt. Landy is still in the harbor. Find out more about the trade. Ja, wir sollen mehr über den Handel rausfinden, aber scheinbar in der Mittagspause weiß da noch keiner was. Vielleicht weiß ja die Frau am Imbissstand was. Hisakusa. Rio. Do you know about a deal going down with the Mad Angels? Deal? What deal? Don't go getting yourself mixed up in any strange dealings. No, I'm not. Really? If you say so, just don't get involved in anything dangerous. Yeah. About the deal. Sorry, I don't know anything about it. But Ryo, be careful. What? It just sounds so dangerous. Don't worry, I'm okay. Es ist immer wieder schön, wie Ryo so geschickt mit Worten umgehen kann. So, weißt du irgendwas über den Deal? Nee, halt dich da raus, das klingt saugefährlich. Ja, mach ich. Über den Deal, Naja, das ist sehr geschickt, Ryo. So sammelt man Informationen.
Ja gut, jetzt sind es eh nur noch 10 Minuten, bis die Mittagspause wieder vorbei ist. Dann kann ich auch noch ein bisschen Gleis rennen. Oh Gott, der hat einen Wendekreis wie ein Panzer. Gut, dann rennen wir nicht im Kreis. Ist kein Platz dafür. Naja, 5 Minuten noch. Rennen wir noch einfach jemanden vom Stapler. So, Versicherung zahlt. Ich denke, wir brauchen eigentlich nicht mehr arbeiten zu gehen. So, jetzt springen wir noch jemanden mit einem Haken, der hier illegal fischt. Au! Auch super. Ja, wunderbar. Mittagspause vorbei, würde ich sagen. It's already this late? Ja, es ist so spät. Warehouse number 18. Okay. Go, go, go. Was ist eigentlich die Quote hier? 8. Wie viel habe ich denn geschafft? 5? Hab keine Ahnung. Diesmal wird es wohl nicht über die Quote. Obwohl. Na, doch. Könnte noch hinhauen. Ja. Da bin ich mal gespannt, was noch passiert an diesem Tag. Ob da noch viel passiert oder ob es vielleicht mal ein schneller Tag wird und wir den hoffentlich letzten Arbeitstag morgen dann auch noch ganz fix über die Bühne bekommen. Denn dann hätte sich der träge oder trägeste Teil des Spiels auf jeden Fall mal komplett erledigt. Das wäre ganz schön. Wovor es mir auch noch graut, und das ist wahrscheinlich eher noch emulatorbedingt als irgendwas anderes, ist, es gibt eine Fahrsequenz in dem Spiel. Und ich meine jetzt nicht hier mit einem Stapler und ich meine auch nicht so unbedingt richtig direkt, sondern vielmehr quasi einfach nur lenken. Und auf einem anderen Gefährt mit weniger Reifen, sage ich mal. Und die Szene, also ich kann mich daran erinnern, dass selbst ohne Aufnahmeprogramm der Emulator da ein bisschen geschwächelt hat bei der Szene, wodurch das ein bisschen scheiße zu steuern war. Ich hoffe mal, das funktioniert vernünftig im Video. Das wäre nämlich echt blöd. Das hat wirklich miserabel geruckelt. Naja. Aber ich freue mich auch so ein bisschen, denn, was heißt, ich freue mich so ein bisschen, ich freue mich tierisch, denn ein sehr, 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 sehr netter Freund hat so ein Speicherfund, Dachbodenfund gemacht. Und ja, dabei kam ein Sega Saturn mit einem ganzen Karton voll Spielen zum Tageslicht quasi. Und netterweise hat er mir den überlassen. Das heißt, ich habe jetzt einen Sega Saturn mit jede Menge Spielen hier. Was mich natürlich extrem freut und auch reizt, irgendwas davon zu let's playen. Plus, und das will ich jetzt nicht unbedingt so ganz dick unterstreichen, denn das ist ja noch Theorie, hat er gemeint, dass er eventuell auch noch irgendwo eine Dreamcast stehen hat, die er mir auch noch vermachen könnte. Ich will natürlich niemanden darauf festnageln, denn das ist ja... Es wäre ja ein Riesengefallen, den er mehr tun könnte, wenn er das Ding wirklich noch hat. Aber da will ich natürlich niemanden ans Bein pinkeln, wenn er es nicht macht. Aber wenn ich die Dreamcast hier hätte, dann wäre Shenmue 2 natürlich eine wesentlich entspanntere Art zu Let's Playen, weil ich dann einfach direkt die Konsole abgreifen könnte. Das wäre geil. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und jetzt passiert irgendwas. Da freue ich mich auch drüber. Goro! Goro, what happened? I was just walking with that sailor guy. Hey, schoolboy, come on! You! Bro! Hey, over here! Wait! Na, ob das eine Falle ist? Ist nicht so unbedingt der hellste. Naja, laufen wir halt wissentlich in eine Falle. He's coming. Haha, I took the bait. Ich glaube, das war Quicktime.
So you showed, eh? You guys again. What's your problem? Let it be you. Ja, was denn du? So you showed, eh? You guys again. What's your problem? Let it be you. Hä? Das ist doch B. Jetzt will er mich aber ein bisschen verarschen. Das ist B, das ist A, das ist Y und das ist X. So you showed, eh? You guys again. What's your problem? Let it be you. Ah, das ist jetzt auf einmal B. Okay. Ja, neue Tasten machen ein Quicktime-Event nicht unbedingt leichter. You're gonna pay for beating up Goro. You his girlfriend? What did you say? Best watch your back. Next time it won't be just you. What? We're gonna go after your family and friends. Gonna get them. That's it! Oh! Wie viele Leute würden sich jetzt wünschen, dass der tot ist? Ryu, greif doch mal durch. Brechen wirklich mal das Genick. Das hier war jetzt irgendwie, das war doch nur... Oder war das? War das vielleicht? Hat er einen Mord begangen? Ich sage nö. Denn Ryu ist dazu einfach nicht fähig. Und Goro geht's auch wieder wunderbar. Der stampft da munter wieder vor sich hin, als wäre nichts gewesen. Von daher wieder umsonst die Hände dreckig gemacht. Verschwinde, hier ist Einbahn. Straße. Sag mal, ist hier... Hier ist kein Wanderweg. Verschwinde. Mann. Haben die nichts anderes zu tun, als hier am Hafen, wo die ganzen Stapel durch die Gegend fahren, zu joggen? Huch, falsche Taste. Ich bekomm's aber heute wirklich nicht auf die Reihe, was die Tasten angeht. Aber das mache ich auch wirklich gut. Also, ich mach wirklich gut. Ich bin wirklich gut im Schlechtsein. Aus dem Weg! So, ich habe jetzt gerade nicht richtig geschaut, war das jetzt die 8. oder die 10. Kiste? Ich weiß nicht. Jedenfalls haben wir die Quote erreicht. Heißt, noch eine Kiste mehr, was ein bisschen knapp werden könnte von der Zeit her. Und dann hätten wir wieder eine Gehaltserhöhung. So, die ist absichtlich so krumm. Das mache ich immer so. Und wenn ich nicht dauernd den ganzen Typen und Staplern ausweichen müsste, wäre ich wahrscheinlich auch schon zweimal so schnell. Deswegen hasse ich eigentlich die Strecke hier am Hafen entlang. Ich könnte natürlich auch außenrum fahren, aber das wäre, glaube ich, ein ziemlicher Umweg. Ich weiß es nicht. Hab's jetzt die ganze Zeit nicht ausprobiert, aber im Prinzip ist das hier wirklich die schlimmste Bahn, die man fahren kann. Weil eben die Strecke so eng ist. So, und damit ist uns auf jeden Fall schon mal eine Gehaltserhöhung sicher. Der Rest ist jetzt Bonus. Wann war Feierabend? 5, ne? Das heißt, eine Kiste schaffe ich auf jeden Fall noch, vielleicht sogar zwei. Ja. Interessant auch, dass der Schatten von dem... Oh, jetzt bremst. Bitte. Ich... Oh Gott. Bleibt er auch für Ameisen stehen? Interessant, dass der Schatten... von meinem Stapler da ist, aber nicht von mir. Naja, ne? So, dann hätten wir aber den Arbeitstag, also das reine Arbeiten, fast schon wieder abgeschlossen. Das ging ja doch noch ganz fix. Eine halbe Stunde war ja okay. Das war okay.
fragt sich halt, was da noch so dranhängt, was wir heute denn noch so machen müssen mit den lieben Mad Angels. Ich nehme an, dass wir heute auf jeden Fall noch die Infos sammeln müssen. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Denn morgen ist ja quasi Finaltag am Hafen. Sofern alles so richtig funktioniert hat, was das Triggern von Events angeht, dann müsste morgen der letzte Tag sein und dann dürfte wirklich nicht mehr viel kommen. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich hier ja, eine halbe Stunde haben wir. Keine Ahnung, vielleicht eine Dreiviertelstunde für den Tag. Morgen, also den nächsten Tag nochmal eine Dreiviertelstunde. Und dann noch ein bisschen drumherum. Also ich denke mal, so 2 Stunden Aufnahme werde ich heute machen. Und müsste dann damit durch sein. Ich hoffe das jetzt einfach mal. Aber ihr wisst ja, dass ich gerne mal was vergesse. Was so Spiellänge angeht. Ach komm jetzt. Also wo bin ich denn da angestoßen? Ja. Ich vergesse halt gerne mal was Spiellänge angeht und von daher kann es auch sein, dass da noch viel mehr kommt. Also, oh. Nee, viel mehr nicht, aber dass da noch ein Part kommt, den ich jetzt komplett vergessen habe. Wobei da ja noch 2 Kampfsequenzen kommen, von denen ich ja jetzt schon oft genug gesprochen habe. Och man! Oft genug gesprochen habe, na also. Und die mich durchaus noch eine Weile aufhalten könnten, denn ihr habt ja gesehen, dass ich irgendwie nicht mehr so richtig fit bin, was Kämpfen angeht. Du kommst irgendwie nicht so richtig auf die Reihe. Keine Ahnung warum. Ich glaube, das ist wirklich deswegen, weil ich das Spiel immer so partiell immer mal 1 Stunde spiele und dann, oder 2 Stunden und dann liegt es wieder für 1 Woche, 2, 3 liegt es wieder nur da. Verschwinde. Ich wünschte echt, dass hier bei GTA, ich würde die alle über den Haufen fahren. Ich kann sie nicht mehr sehen, ey. So, soll ich jetzt die Kiste überhaupt noch holen? Ich glaube, das schaffe ich von der Zeit her eigentlich nicht mehr. Egal, ich probiere es. Sofern mir jetzt nicht wieder 200 Leute im Weg stehen, könnte das sogar hinhauen. Ach, ich probiere das jetzt einfach mal. Auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt wegen der Zeit nicht mehr hinhaut. Ja, ist schon entspannter, ne? Also ich meine, hier laufen auch Leute rum und hier fahren auch Stapler rum, aber irgendwie ist die Straße ein bisschen breiter. So, aber das klappt noch. Die Kiste kriege ich noch da rein. Zack. Wunderbar. Haben wir geschafft. Das heißt, das gibt auch wieder nettes Geld. Ganz nettes Geld. Wunderschön. Ja, kann eigentlich Feierabend gemacht werden, ne wahr? Sirene? Dankeschön. Finished for the day. Okay, good job. Here's today's pay. Thanks. You met quota, son. So starting tomorrow, you'll get a 50 yen raise. That'll be 500 yen per crate. Thank you. Keep up the good work. Yes, thank you very much.